Lecker in den Frühling heißt es diese Woche auf meinem Kanal. Und deswegen gibt es heute eine frühlingshafte Motivtorte mit ganz, ganz vielen Blumen. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ja, lecker in den Frühling lautet das dieswöchige Motto. Das Motto einer frühlingshaften Kooperation, an der neben mir noch 7 weitere YouTube-Kanäle teilnehmen. Wir haben für euch tolle frühlingshafte Rezepte oder von mir gibt es heute eine frühlingshafte Torte vorbereitet. An insgesamt 8 aufeinanderfolgenden Tagen gibt es jeweils um 14 Uhr ein Video von uns. Gestern hat die Kooperation gestartet auf dem Kanal meiner lieben YouTube-Kollegin Kerstin von Kerstins Küchentraum, die diese Kooperation übrigens auch ins Leben gerufen hat. Und dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich, vor allem, dass du mich auch dazu eingeladen hast. Heute geht es weiter mit meiner Motivtorte. Wir starten nun auch los. Ich habe für diese Motivtorte das 1,5-fache Rezept meines Wunderkuchens angeschlagen. Wer das Rezept noch nicht kennt, ich verlinke es euch jetzt mal hier oben in der Infocard. Den Teig habe ich auf 2 18 cm Backringen und einer 15 cm Halbkugelbackform aufgeteilt, gebacken, über Nacht auskühlen lassen und am nächsten Tag wird die Torte nun mit einer leckeren Erdbeerbuttercreme gefüllt, eingestrichen und auch dekoriert. Und nun wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei meinem heutigen Video. Und wer alles noch an dieser Kooperation teilnimmt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Am nächsten Tag, meine Kuchen habe ich schon durchgeschnitten. Die 2 runden Kuchen habe ich einmal mittig durchgeschnitten, sodass ich 4 Böden habe. Und auch die Halbkugel habe ich zweimal durchgeschnitten. Gefüllt wird die Torte mit einer Erdbeerbuttercreme. Hier habe ich die doppelte Menge meiner italienischen Meringue-Buttercreme zubereitet und diese mit Erdbeerkonfitüre ohne Stückchen und Kerne aromatisiert. Außerdem habe ich hier noch eine etwas stabilere Tortenpappe, auf die ich nämlich meinen Kuchen aufstapel. Diese ist genauso groß, also 18 cm im Durchmesser wie mein Kuchen. Auf die Tortenpappe verteile ich etwas Buttercreme. So bleibt jetzt die erste Kuchenlage kleben. Gebe auf die Oberfläche einen Teil meiner Buttercreme, verteile diese schön gleichmäßig, gebe ein zweites Kuchenteil obendrauf und stapel dieses, bis ich das letzte Kuchenteil aufgebraucht habe. Mein Kuchen durfte eine Höhe von 10 cm nicht überschreiten, was ich natürlich auch ausmesse, bevor ich eine erste Schicht Buttercreme noch um die Torte drumherum verstreiche. Diese muss noch nicht ganz so ordentlich sein, dient in erster Linie zur Krümelbindung. Die Halbkugel fülle ich natürlich genauso mit der Erdbeerbuttercreme und streiche auch diese mit einer ersten Schicht Buttercreme ein. Zum Kletten der Halbkugel verwende ich einen Flexi-Smoother. Anschließend kommen die Kuchen für etwa 20 bis 30 Minuten in den Kühlschrank, damit die Buttercreme fest wird und dann folgt noch eine zweite Schicht oben drüber. Auch diese wird wieder schön geklettet und die Kuchen müssen anschließend wieder in den Kühlschrank. Die untere Torte wird in Korboptik dekoriert. Dazu verwende ich diese Silikonmold, mit der ihr solche Dekorationen richtig einfach herstellen könnt. Diese Mold
bzw. das Korbmuster dieser Mold hat eine Höhe von 10 cm. Deswegen habe ich natürlich auch vorher darauf geachtet, dass meine Torte eine Höhe von 10 cm nicht überschreitet. Hierzu verwende ich braun eingefärbten Fondant. Ich habe weißen Fondant mit brauner und ein klein wenig oranger Lebensmittelfarbe eingefärbt, habe diese allerdings nicht hundertprozentig eingeknetet, damit es so ein bisschen marmorierte Struktur hat, und habe den Fondant noch mit CMC-Pulver verknetet, damit er etwas stabiler wird und etwas schneller aushärtet. Die Silikonmold bepudere ich mit etwas Speisestärke, drücke anschließend den braunen Fondant hier hinein, helfe mir mit einem kleinen Ausrollstab noch etwas nach, und wo an Ecken und Rändern noch etwas Fondant fehlt, ist gar kein Problem. Nehme ich mir einfach noch ein Stückchen Fondant, presse dieses hinein, drücke alles schön fest und nehme anschließend die Überschüsse am Rand mit einem Marzipanmesser weg, setze dieses schön flach an und schneide den Überschuss von innen nach außen vorsichtig weg. Mit meinen Fingern klette ich nochmal schön die Ränder, werfe anschließend den Fondant aus der Silikonmold aus und fertige noch zwei weitere, die ich zum Eindecken der Torte benötige. Meine Torte ist durchgekühlt, die Buttercreme ist fest geworden und nun klebe ich meine Fondant-Korbteile außenrum an. Das letzte Stück hinten messe ich aus, schneide dieses passgenau zurecht und setze es schließlich hier ein. Damit der Fondant noch ein wenig Struktur, ein wenig Tiefe bekommt, bepudere ich diesen noch mit Kakao. Ihr könnt alternativ natürlich auch etwas braune Lebensmittelpuderfarbe hierfür verwenden. Auf die Oberfläche verteile ich nun etwas Buttercreme und gebe die Halbkugel obendrauf, die ich mit ganz, ganz vielen Blumen dekoriere. Für die Blumen verwende ich diesen Ausstecher, den gefühlt, ich glaube, die meisten von euch besitzen. Wenn nicht, ich verlinke ihn euch auf jeden Fall in die Infobox. Ich habe weißen Fondant ganz, ganz zart rosa eingefärbt, dünn ausgerollt und steche nun hier ganz viele von meinen Blumen aus. Bevor ich die Blume ausschmeiße, fahre ich mit meinem Daumen nochmal über die Ränder, damit diese nicht so ausgefranzelt sind, und mit Hilfe eines weichen Pinsels werfe ich die Blumen auf ein weiches Schaumstoffpad. Mit der dicken Rückseite des Dresden-Tools fahre ich nun einmal durch die Mitte der Blätter, damit diese ein wenig spitzer werden. Anschließend nehme ich ein Balltool und dünne die Blätter mit leichtem Druck von innen nach außen noch aus. Damit die Blütenblätter noch ein wenig Struktur bekommen und nicht ganz so glatt aussehen, verwende ich diesen Veiner. Diesen Veiner, das ist ein Blattveiner, der ist zwar botanisch nicht korrekt für meine Blumen, aber hier geht es ja nicht um eine Wettbewerbstorte. Diese Veiner sind dafür gedacht, um Blüten und Blätter Struktur zu verleihen.
Hierzu lege ich in das untere, nach unten gewölbte Teil ein Blütenblatt und drücke mit dem oberen Teil obendrauf und so drückt sich nämlich die Struktur des Veners auf die Blütenblätter. Zum Antrocknen lege ich sie in eine Toffifee-Form. Mit rosafarbener Puderfarbe werden die Blüten nun noch abgepudert und anschließend müssen sie etwa eine halbe Stunde bis Stunde, je nach Fondantsorte, die ihr verwendet, etwas antrocknen, bevor sie auf die obere Torte aufgeklebt werden. Zum Aufkleben verwende ich einfach noch den Rest meiner Buttercreme, die ich noch übrig habe, verteile diese grob und klebe die Blumen rundherum an. Ich habe für diese obere Torte um die 130 Blumen verwendet. Präsentiert wird meine Torte auf einem Cakeboard. Dieses Cakeboard ist eine Kaperplatte. Dieses habe ich mir etwas größer zurechtgeschnitten. Ich glaube, es waren 24 cm im Durchmesser und decke dieses mit dunkelgrünem Fondant ein. Dieser dunkelgrüne Fondant, der war schon fertig eingefärbt, aber ich verlinke euch alle Produkte, die ich verwendet habe, in die Infobox. Also schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. Mit etwas essbarem Zuckerkleber klebe ich den Fondant auf der Kaperplatte fest, glätte die Oberfläche mit einem Fondantkletter und schneide den Überschuss am Rand mit einem Marzipanmesser weg. Auf das Cakeboard gebe ich etwas Buttercreme und anschließend die Torte obendrauf. Ein paar Blätter bekommt die Torte natürlich auch noch, die ich mit grün eingefärbtem Fondant und diesen Blattausstechern aussteche, auf einem Noppenpad etwas antrocknen lasse, bevor ich sie schließlich auf der Torte ganz wahllos, da wo noch Lücken sind, verteile. Am Rand verteile ich noch etwas in Anführungsstriche Gras. Dazu habe ich den dunkelgrünen Fondant in eine saubere Knoblauchpresse gegeben, schmeiße dieses nun aus und klebe das Gras noch an einigen Stellen um die Torte drumherum an. Und dann war meine Torte auch schon fertig. Alle meine Rezepte findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard. Hier unter dem Video in die Infobox verlinke ich euch die Rezepte, die ich für die heutige Torte verwendet habe. Und ihr findet dort auch die Links aller Kanäle, die an dieser tollen Frühlingskooperation teilgenommen haben bzw. ab morgen auch noch teilnehmen. Das seht ihr aber auch jetzt gleich nochmal am Ende. Da gibt es nochmal eine Auflistung beziehungsweise auch das Video von Kerstin von gestern und das Video da, wo es morgen weitergeht. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, einen wunderschönen Start in die neue Woche. Schaut bei meinen Kollegen vorbei und wir sehen uns spätestens nächste Woche Montag zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.